Oh, der ist weg. Da ist Mängel. Da ist Foxy. Foxy? Jesus Christ. Alright, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Five Nights at Freddy's Fangame. Diesmal Five Nights at Pokémon's. Hat sich einer von euch gewünscht. Der Stil erinnert an One Night at Flunkies mit selbstgezeichneten Figuren und mit schöner Comic-Grafik. Und bin gespannt. Und Pokémon Spitzer sucht eine neue Nachtwache. Da bin ich doch der Beste für geeignet. Ich hab schon Fazbear's Pizza sicher durch die Nacht gebracht. Ich hab Pizza Candy's Pizzeria sicher durch die Nacht gebracht. Und jetzt bringe ich auch Pokémon's Pizza sicher durch die Nacht. Alright, was haben wir hier? Wir haben einen Helm wie bei FNAF 2. Und wir haben eine Camps, sehr viele Camps und eine Musikbox. Hello. Hallo. Hi, hi. Bitte was? Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe ehrlich gesagt kein Wort. Ist das ein Inder? Was macht Ranjit in fucking Five Nights? Oh, das ist Ranjit. Ich verstehe aber nix. Gott, ich mute den Call. Ich verstehe kein Wort, was er da sagt. Die Musikbox scheint auch nicht leer zu gehen, irgendwie. Keine Ahnung, ob ich noch im Tutorial bin und der im Call da die ganze Zeit labern würde. Und hier haben wir Mängel. Das ist Mängel. Okay. Gibt es überhaupt ein Pokémon, das aussieht wie Mängel? Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich habe nur die alten Pokémon-Generationen gezockt. Ob die jetzt aus Saphir, Alpha, Deluxe, X, Diamant ist... Kein Schimmer, müsst ihr mir... Oh, jetzt geht's doch wieder. Müsst ihr mal Bescheid sagen, wie die heißen. Ansonsten nenne ich den hier Fredbear. Keine Ahnung, Bonnie, Chica. Chica passt perfekt, ist ein Hühnchen, aber Bonnie ist nicht so ganz... Ah, Jesus. Oh, da ist ein Pikachu links, sehe ich gerade. Interessant. Aber das Spiel hat sehr viele FNAF 2 Elemente, also eigentlich zu viele für meinen Geschmack. Wir haben den Helm, wir haben die Musikbox... Also ist es wahrscheinlich dasselbe Muster wie immer. Musikbox aufladen, flashen, gucken, gucken, aufladen, runter. Ja, mal schauen. Yo, da steht einer. Da steht einer. Aber irgendwie tut er lasch. Hat mich jetzt nicht unbedingt so überrascht. Anders als bei FNAF 2 geben die keine Steuergeräusche an sich. So wie es aussieht, wenn ihr mich fragt. What the shit? Was war das? What the fuck war das? Irgendwas mit Wii U will die oder sowas, aber das kenne ich aus FNAF 1. Okay, der hat auf jeden Fall ein paar Elemente kombiniert aus FNAF 1, FNAF 2. FNAF 3 sieht jetzt nicht so aus. Wie lange steht die da? Die ist doch mal weg. Guckt euch das an, die steht immer noch. Ich weiß nicht, was sie von mir will. Ich habe keine Candies. Ich habe keine Süßigkeiten. Habe ich alle verscherbelt. Okay, die ist weg. Oh, die Lampe ist defekt. Da steht also einer. Lass mich raten. Es wird Foxy sein. Foxy wird mitten im Gang stehen. Oder auch nicht. Ah, es ist Fredbear. Es ist Big Booby Bier. Was auch immer. Wie nennt man den? Sagt mir das mal. Okay, da steht immer noch. Wir sind bei 5 AM. Jetzt wird spannend. Upsala. Das passiert ja während der Kamera. Das ist ja nicht nett. Ist aber nicht nett. Danke auch. Weg ist er. So, ich glaube, die Nacht haben wir geschafft. Die ist easy. Wie immer mache ich mal die ersten paar Nächte immer in Doppelpack. Also ja, Nacht 1 und 2, 3 und 4 vielleicht. Je nachdem, ob ich das überhaupt weiterzocke. Weil bisher begeistert es mich nicht. Zu sehr an FNAF 2 angelehnt. Zu wenig eigene Ideen. Ein cooler Stil eigentlich. Pokémon als Thema. Jetzt haut's das Ganze auch nicht raus. Mal schauen. Vielleicht wird es ja doch noch interessant. Okay, erste Nacht, easy peasy. Ich habe ein paar Probleme mit den Dingen, habe ich jetzt schon gesagt. Zu sehr an FNAF 2 angelehnt und Ranjit, den hört man nicht. Hi. Hello, vielleicht wird's jetzt besser. Ich habe keinen Schimmer. Fucking Ranjit. Hört mal hin. What is it? This is... Da war Golden Freddy oder irgendwas in die Richtung. Der Schrei hat mich an Fuckboys erinnert. Irgendwie verbinde ich den Schrei mehr mit Fuckboys als mit Freddy, aber egal. So, läuft gut. 1 AM. Bisher ist nicht viel passiert, außer dieser komische Golden Freddy. Nice. Chica vor der Tür. Mängel vor der Tür. Okay, Mängel. Mängel ist auch da. Die sind alle da. Volles Partyhaus, ey. Come on. Zwei Leute an der Tür ist schlecht. Ihr müsst, einer muss weg. Einer muss weg. Ich hab keinen Saft für den Shit.
Was war das? Da hat gerade einer geklopft. No way, das war Foxy, ne? Shit, den habe ich auch bisher noch nie in der Mitte gesehen. Aber ich dachte, der kommt vielleicht erst später, aber... Der klopft an Türen dran, das heißt... Hoppa. wollte ich gar nicht. Das heißt, er ist hier irgendwo. Irgendwo, da ist Bonnie und... die ist immer noch hier. Fuck, ey. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Hier vielleicht einer? Nee. Der sieht mir verdächtig aus. Der sieht mir fucking verdächtig aus, ehrlich gesagt. What the shit. Okay, ich muss mal gleich ein bisschen verifizieren, ob das wirklich Foxy ist. Bist du endlich mal weg von der Tür? Danke. Jesus Christ. Geh weg. Gott, hier passiert so viel Shit auf einmal. Ja, das ist Foxy. Ich hab's gesehen. I saw it. Wie gesagt, für die nächste Folge gib mir mal ein paar Namen von den Viechern, damit ich weiß, wie ich die ansprechen soll. Ansonsten behalten die alten FNAF-Namen. So, der steht da immer noch. Sehr schön. Oh, der ist weg. Da ist Mängel. Da ist Foxy. Foxy. Jesus Christ. Muss man echt noch schnell sein. Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Ja, Mängel. Okay, der sieht noch sicher so aus. Hoppala. Bonnie. Jesus Christ. 4 AM. Oh, Foxy ist weg. Oh, gut. Die Tür ist zu. Oh, Jesus. 5 AM. Es wird spannend. Es wird echt spannend. Hoppala. Komm, jetzt versau mir nicht die Nacht noch im letzten Try. In der letzten Sekunde. Yes. Die letzten Sekunden werden immer so aufregend. Oh, Strom geht alle. Überall Shit passiert. Oh, das war knapp. Okay, Spiel ist schwer, gefällt mir, dass es so schwer ist. Die letzten Fangames waren eigentlich recht einfach, bis auf Candy in der 7. Nacht war auch recht schwer. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich das Ganze durchzocken möchte. Ich weiß es nicht, es ist zu sehr an FNAF 2 angelegt. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr das noch mehr Folgen davon sehen wollt, dann werde ich es auf jeden Fall mal zu Ende bringen. Ich werde es aber wahrscheinlich kurz halten, sprich 2 Nächte immer pro Folge. Das ist jetzt die 3. Nacht, rangiert halt die Fresse, ich verstehe dich eh nicht. So, klick mal hier oben rechts auf das i dort, wenn ihr dir weitere Five Nights at Freddy's Candies... What the shit is this? What is this? Ich habe auf Power gedrückt auf dem Ventilator. Okay. Okay. Wozu auch immer, auf den Button sollte man nicht drücken. Die Musikbox ist angegangen. So viel dazu. Joa. Okay, wo war ich? Ja, oben rechts findet ihr das Idol. Findet ihr weitere Five Nights at Candy's Fangames von Jesus Christ. Ich verspreche mich heute echt mal. Deal with it. Keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall hinterlasst dieser Folge mal einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich den Kommentar nicht vergessen. Abonniert mich, wenn ihr die Folgen sehen wollt, wenn ich die rausbringe. Und gebt mir Flosse. Flop.